Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Sie mit uns heute verbunden sind und mit uns beten und feiern, so hätten wir es vielleicht auch ganz gerne wie die Apostel zur Zeit Jesu. Zeig uns den Weg, sagt der Thomas, zeig uns den Vater, gib uns endlich so eindeutige Antworten und damit diese Sicherheiten, die wir so oft im Leben gut gebrauchen könnten. Die Jünger wollten ganz einfach wissen, wie der Weg zu Gott gehen soll. Wir kennen das aus anderen Religionen, genauso auch aus unserer Kirche. Um selig zu werden, da muss man das und das und das tun. Rezeptbücher, Vorschriften sind gefragt, klare Anweisungen. Vielleicht sind Ihnen selbst schon einmal in einer Kirche mehr oder weniger fragwürdige Gebetsblättchen in die Hand geflattert. Wenn du genau diese Worte, genau um diese Uhrzeiten, genau neunmal am Tag betet, dann bist du gerettet, sonst vielleicht verloren. Der allmächtige und barmherzige Gott wird auf diese Weise zu einem Buchhalter oder zu einem Automaten degradiert. Rezeptbücher, genaue Vorschriften hätten ja durchaus ihre Berechtigung. Wenn es heißt, tu das oder lass das, dann wissen wir, woran wir sind. Wenn wir gesagt bekommen, das ist der richtige Weg, dann brauchen wir uns weiter keine Gedanken zu machen. Das Navi im Auto, das erledigt das für uns ja heute. So ein Navi könnten wir brauchen, sozusagen. Aber gerade das, sich selber Gedanken zu machen, selber denken, dazu fordert uns Jesus heute auf, unsere Vernunft auf diesem Weg zu ihm einzusetzen. So wie auch jeder Autofahrer aufgefordert ist, auch beim Navigationssystem seine Vernunft einzusetzen, weil er sonst auf einmal auf den Eisenbahnschienen weiterfährt, weil er falsch abgebogen ist oder weil er plötzlich auf einer Brücke stecken bleibt, weil er den Fußgängerübergang mit der eigentlichen Straßenbrücke verwechselt hat. Jesus fordert uns auf, unsere Vernunft einzusetzen. Die Worte, die Jesus heute an seine Jünger richtet und damit auch an uns, besonders auch in diesem dritten Jahrtausend, diese Worte sprechen uns unmittelbar an und fordern uns heraus. Um sie verstehen zu lernen, müssen wir uns darauf einlassen, müssen wir uns auf Jesus einlassen. Gebote und Verbote, tu das oder mach das nicht, wenden sich zuerst einmal an Menschen, schon an den Verstand, aber eigentlich ohne selber weiter nachzudenken. Und da braucht es dazu kein Gefühl, dazu braucht es kein Herz. Die rote Ampel, vor der ich stehen bleiben muss und hoffentlich auch tue, die muss mich in keiner Weise im Herzen berühren, emotional berühren. Da brauche ich kein Gefühl dazu, um dieses Gesetz aus der Straßenverkehrsordnung mehr oder weniger gut einzuhalten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung, das Fahrverbot, was auch immer beim Straßenverkehr. Jesus möchte aber, dass wir diese Herzensvernunft einsetzen. Er wendet sich an unser Herz, an unser Innerstes. Und wir dürfen hier die Frage stellen, hören wir auch wirklich drauf, was uns unser Herz sagt? Ist das in der heutigen Zeit überhaupt noch gefragt? Ist es möglich, auch Herz zu zeigen, Emotionen zu zeigen in einer technisierten Welt, die sowohl die Berufs- und Arbeitswelt als auch den privaten Bereich oftmals immer herzloser erscheinen lässt? Selbstverständlich sind wir dankbar in dieser Zeit der Restriktionen, dass wir die verschiedenen Kommunikationsmittel hatten, um damit vielleicht auch mit unseren lieben Angehörigen in Verbindung zu bleiben. Aber wir merken doch ganz genau, dass alle die besten Kommunikationsmittel es nicht ersetzen können, dem anderen gegenüberzustehen. Vielleicht den alten Menschen einmal bei der Hand zu nehmen, das Kind zu umarmen und damit zu trösten. Aber sind wir nicht in einer Zeit, wo wir uns vielleicht sogar manchmal eine Blöße geben, wenn wir Herz zeigen, wenn wir der Stimme unseres Herzens folgen? Natürlich wäre es da viel einfacher, in allen Bereichen des Lebens anhand von Geboten und Verboten zu handeln. Rote Ampel, grüne Ampel. Im Umgang mit den Mitmenschen, im Umgang mit uns selber. Aber diese Ampel, diese Gesetze, ist uns Jesus schuldig geblieben
Oder besser gesagt, er wollte uns eben nicht als Marionetten erziehen, die einfach klaren Gesetzmäßigkeiten folgen, in der mathematischen Berechenbarkeit von Algebraformen. Er wollte aus uns Menschen machen, Menschen mit Herz und Verstand, Menschen, die mit ihren Sinnen auch erkennen können, was Not tut in dieser Welt. Menschen, die ein Herz haben, das noch nicht versteinert oder erfroren ist. Und deshalb gibt er dem Thomas eine vielleicht sogar für Thomas unbefriedigende Antwort auf die Bitte: Herr, zeig uns den Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn wir den richtigen Weg suchen in unserem Leben, in diesem Wirrwarr von Lebens- und Sinnangeboten, dann muss unser Blick wieder neu auf Jesus ausgerichtet werden. Wenn wir wirklich heraushören wollen, was denn Wahrheit ist, aus all den Stimmen unserer Zeit, aus diesen dröhnenden Lautsprechern ebenso wie von so manchen leisen Einflüsterern, dann müssen wir auf den schauen, der nicht nur die Wahrheit sagt, sondern der die Wahrheit ist, weil er Sohn Gottes ist. Weil er all das ist, was gut und schön und wahr ist in dieser Welt, wie es schon die großen Theologen und Philosophen der Scholastik gesagt haben. Und wenn wir das Leben suchen, und damit ist auch gemeint unser Hunger nach Leben, unsere Sehnsucht nach einem echten Leben, wenn wir diese Sehnsucht stillen wollen, dann werden wir dieses Leben nicht so einfach finden, nicht in der von oben verordneten allgemeinen Lustbefriedigung der Spaßgesellschaft, nicht in den Wellnesszentren und Sporthallen unseres Landes, die nun bald wieder aufsperren, sondern bei ihm, der das Leben ist und nicht nur etwas anbietet und der uns dieses Leben schenken will, weil er uns im Wort der Schrift ganz persönlich und in unserem Innersten ansprechen will und im Brot des Lebens unsere Speise wird. Keine Rezeptbücher, die uns jede einzelne Handlung vorschreiben, sondern der Auftrag: Schau auf ihn, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Schau auf ihn, durch dessen Tun und Reden, durch dessen Handeln, durch dessen Dasein wir den Vater im Himmel erkennen können. Schau auf ihn, der eine Kirche gestiftet hat, in der sich auch so manche Ämter dann im Anhauch des Heiligen Geistes entwickelt haben, wie der Diakonat, um den Bedürftigen zur Seite zu stehen, damit eben genau diese Verkündigung der Liebe und Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit Gottes durch die Apostel mit neuer Kraft auch versehen wird und die Apostel nicht bei anderen Dingen ihre Zeit auch einsetzen müssen. Schau auf den, der uns im Herzen ansprechen will, dass wir diese Kraft des Herzens auch neu erwecken können. Denn nur mit dem Herzen können wir die Weisheit Gottes auch verstehen lernen. Amen.